Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life and Woods. Ich habe mich der Schmiede jetzt nochmal ein bisschen angenommen. Die bauen wir heute auch fertig. Ihr seht schon, ich habe es ein bisschen verschoben. Wie es aussieht, darf dieses innere Feld hier, also von diesem Block gemessen, bis zu diesem Block gemessen, bis zu diesem Block gemessen, 7x7 nicht überschreiten. Das heißt, die Außenwände dürfen maximal 9x9 sein. Das heißt, hier war es tatsächlich einfach ein Block zu viel in die Richtung oder in die Richtung, je nachdem. Deswegen habe ich das ganze Ding jetzt ein bisschen umgestellt, steht jetzt so drin. Hier hinten soll jetzt gleich noch die Lavaproduktion entstehen, dass wir hier den Tank reinpacken können. Ungefähr so, denn das Gute ist, wir können hier noch ein bisschen Zeug weghauen, ohne dass uns das groß stört. Bis auf die hier, die dürfen nicht mehr weg, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich würde dann nämlich die Lavaproduktion einfach hier reinbauen, in dieses Eck. Hier mit einem Kabel verbinden, fertig. Dann sehen wir weder den Tank, also wir sehen den Tank, wenn wir hier reingucken, aber das ist nicht schlimm. Aber die komplette Lavaproduktion ist somit versteckt. Gut, das wird unser heutiges Ziel sein. Daher gehen wir mal fix ins Haus und schnappen uns hier unten die Lavaproduktion. Die nehmen wir einfach einmal so mit, wie sie ist. Zack, zack, also, okay, zack. Zack, das Kabel nehmen wir meinetwegen auch mit, da machen wir aus und den Netherrack nehmen wir mit. Habe ich ein Feuerzeug? Nein, natürlich nicht. Dann nehmen wir eins mit und dann können wir eigentlich auch schon wieder rüber. Jupp. Und bauen das Ganze jetzt hier mal auf. Das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Okay. Also, folgendermaßen läuft das Ganze ab. Wir haben auf dieser Höhe den Crucible. Das heißt, hier brennt's. Also muss hier der Netherrack rein. Zack. Genau so. Können wir hier noch eins in die Höhe? Ja, können wir. Wunderbar. Dann kommt hier nämlich der drauf. Hier kommt der Igneous Extruder drauf. Das bauen wir dann auch gleich alles wieder zu. Hier kommt das Kabel hin. Und zwar geht es hier raus, always active, und geht hier rein. Darauf wird uns dieser Lavatank einfach dauerhaft aufgefüllt. Wir müssen nur noch ganz, ganz kurz den Igneous Extruder befüllen. Das geht eigentlich auch recht schnell. Na wunderbar, wir haben nämlich beide Buckets sogar da. Das ist natürlich äußerst erfreulich. So, hier nehme ich aber nochmal ein Lava-Bucket mit. Denn mir fällt gerade ein, den haben wir auch noch nicht aufgefüllt. Zack. Und nochmal ein Bucket of Water. Ein Water-Bucket, so rum, Entschuldigung. Und auch den hier rein. Okay, dann haben wir das soweit erledigt. Hier ist jetzt noch offen, denn hier möchte ich dann gleich noch Glas reinmachen. Aber bevor wir das machen, machen wir hier jetzt dicht. Genau so. So, wunderbar. Jetzt kümmern wir uns noch ganz kurz um das Seared Glass. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dazu brauchen wir hier Glas. Das wird so angeordnet. Oh, Linsen. Und das wird so angeordnet. Davon nehmen wir mal. Ach so, ja. Zack, zack, zack. Davon nehmen wir mal ein bisschen was mit und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Wir müssen natürlich hier unten dann noch die Ausgänge und so weiter einbauen. Das ist mir noch durchaus bewusst. Kann ich da nicht einfach Clear Glass nehmen? Warte mal, wie wäre denn das jetzt mit dem Window? Warte, ich teste auch nochmal das ganz kurz. Entschuldigung. So, das kommt weg, das kommt weg. Dafür das hier. Weiß ich nicht, wenn ich das zweimal mache. Ach Gott, was mache ich denn? Machen wir es halt 10-mal.
Auch schon egal. Das gefällt mir nicht. Können wir da kein Clear Glass reinmachen? Moment. Clear. Ach, wir haben wieder nur das Quite Clear. Clear Glass. Boah. Ach, jetzt habe ich es wieder hier rein. Ich bin so ein Idiot manchmal, das ist Wahnsinn. So, Clear Glass. Alter, das Quite Clear Glass. Ist das teuer in der Herstellung? Quitte, so. Also nee, das ist einfach normales Glas, das geschüsseltes Glas. Alles klar. Dann ist das nicht mal ansatzweise teuer. Und wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir das hier einbauen. Ja. Das würde mir nämlich deutlich besser gefallen. Ich habe zwar das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Dachte ich mir fast. Wo ist denn mein Magnet? Da ist mein Magnet. Sehr wunderbar. Na gut. Es ist jetzt erstmal egal. Wir packen jetzt erstmal das Glas hier rein. Es war teuer genug. Mit den ganzen Bricks. Ich hätte halt eigentlich gern was, was dann so ein bisschen seamless ist. Ich glaube, da muss ich in dem anderen Spielstand einfach mal reingucken, was wir da so hatten. Egal. So funktioniert es auch erstmal. Unsere Smeltery läuft. Wir können davon jetzt auch gerne schon ein Thumbnail oder sowas machen. Irgendwie so. Zack. Genau so. Okay. Nochmal kurz alles überprüfen. Der Boden passt. Der Boden passt. Die Smeltery ist noch nicht fertig. Wieso habe ich schon ein Thumbnail gemacht? Ich weiß es nicht. Ich würde hier jetzt vermutlich drei Ausgänge reinmachen. Für Blöcke. Ich misste mal mein Inventar kurz aus. Moment. Cobblestone kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann jetzt rein. Das kann alles weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die behalten wir uns noch. Das kann weg. Das kann weg. Das können wir löschen. Okay. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein paar Fusets. Das Zeug nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Alles klar. So, wie gingen die Dinger? So, das ist der Controller, das ist so ein Ding, das ist so ein Ding. Ich weiß es nicht mehr. Moment. Drain. Ah. Eins, zwei. Ach so. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, weil einen haben wir schon. Oder noch. Ich würde wahrscheinlich einfach die ganze untere Reihe hier ersetzen. Genau so. Dann muss das hier noch alles weg. Und nein, halt, das nicht. Dafür das Zeug. Genau. Was ist hier jetzt los? Was soll denn das jetzt? Was soll denn das jetzt schon wieder hier? Der will mich doch verarschen, oder?
So, das ist jetzt 491, 13. Ja, nee, das ist schon der richtige. Aber wenn ich den hier reinsetze. Warum denn? Das hat sich doch vorhin ohne Probleme verbunden mit dem Painted Glowstone. Okay, das ist alles Painted Glowstone hier. Ein Problem nach dem anderen ist hier, ey. Was soll denn das? Warum? Lass das. Also warte mal, hier, der muss ja weg. Okay, ich habe die Schnauze voll. Wir machen das Ganze anders. Ich möchte Glowstone. Vor allem, warum stacken die denn nicht? Ach, der Painted Glowstone macht das Problem. Warte mal, wenn ich den hier nehme, das ist der 13er. Und den hier reinsetzt, was passiert dann? Aha. Okay, irgendwie scheint der Painted Glowstone ein Problem zu machen. Wenn man ihn abbaut, dann verwandelt er sich in ein 22.0 und nicht 22.13. Sachen gibt's. Das ist jetzt der richtige, das ist der falsche. Deswegen schmeißen wir den einfach nochmal in die Painting Machine und gucken mal, was passiert. Okay. Painted Glowstone, den Nuller nehmen wir raus und schmeißen ihn in die Painting Machine. Gut, dann haben wir das Problem auch geklärt. Gut zu wissen. So, die Bessons kommen hier hin. Da brauchen wir auch noch ein paar. Oh, das gefällt mir gar nicht. Da kommen Seed Bricks hin. So, wir benötigen noch einen besseren. Irgendwie ist es hier gerade insgesamt sehr seltsam alles. Glaube ich. Also, ein Besen. Zack. Warte mal, die schmeißen wir jetzt mal alle hier rein. Und, weiß ich nicht, zwei Hammer, drei hier. 7. Dann brauchen wir noch die Teile. 10 Stück insgesamt. So. Und dann sollten wir jetzt langsam alles haben. Warte mal, hier müssen wir auch noch den machen. Wo habe ich denn meine andere Spitzhacke? Da. Haben wir noch irgendwo Bricks? Da haben wir ja sogar noch Bricks. Okay. Zack, 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 zack. Zack, zack. Achso, bei denen ist es egal, weil man eh nicht durchsieht. Was soll's? So. Hier haben wir jetzt eine fette Batterie. Achso, hier fehlt noch der eine Besen, den haben wir da. Dann können wir jetzt schon mal. Das ist Pattern Chest, das ist Pattern Chest. Wo ist was drin? Hier haben wir die Casts, hier haben wir die Pattern. Alles klar. Die Casts stellen wir dahin. Das Wichtigste können wir uns eigentlich auch raussuchen. Zum Beispiel so ein Binding braucht man oft, das braucht man oft, die Tough Rod Cast braucht man oft. Also das mal dahin, das dahin, das dahin oder so. Dann hat man die standardmäßig schon da. Dann machen wir hier Nuggets und hier machen wir Barren. Haben wir schon eins für Nuggets? Jawohl, kommt dahin. Und Barren müssen wir dann noch zwei machen. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm.
Das waren 5. Eins würde ich gerne wieder ablegen. So. Und, achso, na, den hätten wir eigentlich sogar doch mitnehmen können. Egal. Den schmeißen wir nämlich da rein. Das schmeißen wir da rein. Das kann da erstmal schön vor sich hinschmelzen. Wir haben da auch mega viel Platz drin. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und jetzt ist nur noch die Frage, wo stellen wir das Zeug hin? Wir brauchen das, 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 das. Toolstation. Eigentlich auch noch. Das. Nee, das nicht. Und das Ding. Frage 1 ist jetzt, wo kommen die Drawer hin? Gucken wir mal, wie viel Ingots wir denn eigentlich haben. Es sind ein paar, das sind 9 mal 3. Vanillum Obsidian. Okay, Obsidian ist schon mal raus. Aluminium Brass ist raus. Ardite kommt rein. Plutonium muss eigentlich nicht rein. Bronze. Bronze wird dann zusammen zu einem. Kobalt. Copper. Copper wird zusammen zu einem. Cyanid kommt nicht rein. Also wir haben jetzt. Ich zähle nochmal mit Ardite. Bronze. Kobalt. Copper. Electrum, Enderium, Ferrous Gold, Invar, Iron Lead, Lead. Das kommt wieder zusammen. Mana Steel ist erstmal egal. Vanillum, Shiny Signalum, Silver. Okay, Tin kommt auch zusammen. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, warte mal, es ist wahrscheinlich leichter, wenn wir zählen, was rauskommt. Ich habe mich verzählt. Aluminium Brass kommt raus. Plutonium kommt raus. Cyanid kommt raus. Mana Steel kommt raus. Obsidian Ingot kommt raus. Sind wir bei 5. Des Weiteren zusammengefasst wird Tin, Copper und was nicht noch irgendwas? Aluminium fehlt hier übrigens noch. Wären quasi 6 weniger, wenn ich Aluminium wieder dazu zähle. Okay, das heißt 3x9 oder 2x9, 18 plus 3 sind wir bei 21. Also so groß wird es gar nicht. So viel. Achso, dann kommt noch Redstone. Oh Gott. Ich glaube, das verschieben wir in eine extra Folge. Wir wissen auf alle Fälle, dass es in etwa 9 Felder groß wird, wenn nicht sogar mehr. Die Dinger lassen sich verdammt schnell abbauen, scheinbar. Das bedeutet für uns, wir brauchen noch eine Menge Platz. Dann würde ich wahrscheinlich doch sogar eher die Wand. Ah ne, wir wollten es ja in die Wand machen. Dann ist es sowieso egal. Also ist indirekt egal. Angenommen, wir fangen hier an. 1, 2, 3. In dreier Höhe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, irgendwie so, das wäre schon okay. Ich würde temporär jetzt das Zeug einfach mal dann da aufbauen. So, pass auf, wir brauchen das, 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 das. In welcher Reihenfolge? Der Stencil Table macht aus den Pattern Sachen. Die verarbeiten wir in der Toolstation weiter. Nein, im Part Builder weiter. Okay, das funktioniert ja super. Stencil Table. Okay, da sehen wir schon den ersten Fehler. Der kommt nämlich dahin. Dann haben wir da den Part Builder. Der greift darauf zu. Genau, dann können wir meinetwegen die Toolstation da daneben machen. Dann kommt das dahin, das dahin. Irgendwie so. Was machen wir? Ah, das macht die Toolstation. Das ist doch dasselbe wie das. Wozu brauchen wir die Toolstation, wenn wir auch den und den haben? Eigentlich brauchen wir die nicht, oder? Egal. Wir lassen es erstmal kurz so stehen. Hier kommen. Nein, hier kommen die Dinger rein. So,
Jetzt sollten wir mit der Schmiede soweit fertig sein. Wir lassen hier noch ganz kurz die Dinger raus. Und dann hat es sich für heute, meine Freunde. Okay. Ich gucke mal, ob wir irgendwie noch ein schönes Thumbnail hinbekommen. Vielleicht so. Zack. Dann können wir die Kiste komplett leeren. Den ganzen Müll schmeißen wir noch ganz fix hier rein. Zack, 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 zack. Alles weg. Die stellen wir dann irgendwann mal auf. Das kann auch erstmal weg. So. Dann sind wir wieder ein bisschen durchsortiert hier. Gut, dann hoffe ich, hat euch die Folge gefallen. Wir haben diese blöde Schmiede endlich drin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif.